Schau doch nicht so kritisch. Ich bin tatsächlich. Du wolltest die Kamera anmachen. Das bist du selber. Ich bin jetzt gerade auf der städtischen Seite von Köln und rufe hier meinen Spicker auf. Okay. Spicker sind erlaubt hier in diesem Podcast. Ja, genau. So, und damit herzlich willkommen zum Fitbikes Podcast. Ihr merkt schon, Spicker sind heute erlaubt, sowohl bei Mirko als auch bei mir. Ich begrüße den Mirko aus Köln an meiner Seite. Hallo Mirko. Hallo, Basti. Hallihallo. Schön, dass du dabei bist, sein darf. Thema ja, Last. Wie immer gerne. Da bist du ja unser Fachmann mittlerweile für das Thema. Mühe. Wer den Mirko auch live sehen will, bei uns auf dem Kanal, bei YouTube, seht ihr ihn auch manchmal, dann habt ihr auch ein Gesicht dazu. Ich sehe ihn hier in meinem Zoom-Call, allerdings ihr da draußen nicht, ihr hört das ja nur, aber der Mirko hat eine so bezaubernde Stimme, da langt es auch, wenn man ihn hört. Das ist schon mal schön, dass du das anmachst. Gut, Mirko, wir haben uns heute ein echt krasses Thema rausgesucht. Und zwar wollen wir heute gerne mal durch Elektromobilität im Bereich Lastenrad gehen und da speziell auf das Thema Förderungen eingehen. Mhm. Ich sag's gleich vorweg, wir haben beide jetzt nicht die hundertprozentige Ahnung. Also entschuldigt bitte, wenn wir da vielleicht irgendwo uns nicht so passend ausdrücken. Ihr dürft uns gerne auch eine E-Mail schreiben an youtube@fitbikes, wenn irgendwas nicht stimmt oder wenn ihr sagt, ihr habt da noch irgendwas zum Anbringen. Denn wir haben auch vor, das vielleicht noch mal ein bisschen weiter zu spinnen, dieses ganze Thema Lastenrad mit dem Mirko zusammen und auch vielleicht mit anderen Gästen noch, die das Ganze schon mal durchgespielt haben. Gerne, ja. Genau. Mirko ist zuständig für NRW, ich bin zuständig für Bayern. Also nicht wirklich, also wir versuchen uns durch dieses Behördendeutsch mal durchzukämpfen. Und ich würde vorab erstmal abklären, Lastenrad, ne? Es gibt eine Förderung, das wissen nicht alle. Lastenräder sind teuer, oder? Mirko, erzähl was. Ja, durchaus. Also ich meine, man muss ja vielleicht noch auch unterscheiden zwischen E-Lastenrad und ohne E, also ohne Antrieblastenrad, da gibt es auch noch die Bio-Variante, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das E-Lastenrad und da sind ja Preise, sagen wir mal, ab 5.000 Euro ja ganz normal eigentlich. Ne? Gut, man genau. Hat ordentlich Technik drumherum, ein bisschen mehr als das normale E-Bike natürlich und dementsprechend sind die Geräte dann meistens auch ein bisschen teurer. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil man sagt immer, ja, die sind hochpreisig oder teuer, aber im Endeffekt, wenn man sich überlegt, okay, ich habe jetzt, gehen wir mal von einer Familie aus, die jetzt relativ gut situiert ist und eventuell zwei Autos hat. Wenn ich jetzt ein Auto weglasse, dann ist das, wenn man das jetzt in den Vergleich setzt, dann ist das E-Bike dann gar nicht mehr so teuer, ne? Also. So, meine gleiche Erfahrung habe ich ja mit meiner Familie letztendlich auch gemacht. Ne? Wir haben ein schöner BMW-Kombi, war schnell auf der Autobahn, hat jede Menge Benzin gefressen. Inzwischen fahren wir nur noch einen Kombi, nicht mehr den BMW, sondern ist auch egal, ich will auch keine Marken nennen, aber auf jeden Fall kleinere Version mit wesentlich weniger PS. Und wir haben dafür uns ein Lastenrad geleistet. Und mit dem fahren wir hier, wir gab ja schon ein, zwei Videos dazu, wirklich sehr erfolgreich im Sommer. Manchmal auch im Winter, wenn es wirklich kalt ist, aber man muss auch ehrlich mit sich selber sein, auch mal mit der Bahn. Aber ich habe wirklich Spaß, im Sommer mit diesem Lastenrad hier durch die Gegend zu fahren. Und es wird immer mehr. Und wir haben letztes Jahr, und wir haben noch nicht mal ein ganz volles Jahr gehabt, sind wir bestimmt inzwischen über die 4.000 Kilometer gekommen. Das heißt, und das wäre ich normalerweise ja mit dem Fahrzeug in Köln gefahren. Weil mit Kind und Kegel dabei fährt man oft nicht immer mit der Bahn. Zumindest. Und? Und dazu zu sagen ist, wenn du jetzt ein Auto hast und du fährst 4.000 Kilometer, ist es jetzt erstmal fürs Auto nicht so viel und du fährst größtenteils Kurzstrecke. Das heißt, deine Werkstattkosten wären wahrscheinlich auch noch ein bisschen höher gewesen. Ne? Ja. Also das heißt, du ziehst schon eigentlich ein positives Fazit aus dem ganzen Umstieg vom Auto aufs Lastenrad. Also jetzt nicht komplett, aber halt größtenteils Lastenrad, ja. Oder? Also das Beispiel ist ja immer, wenn ich von Sülz nach Ehrenfeld an einem Freitag oder am Samstagabend fahre oder Nachmittag fahre, wenn man dann auch mal Feierabend hat und dann versuche, einen Parkplatz dort zu finden. Da sage ich mal ganz ehrlich, halbe, dreiviertel Stunde Parkplatzsuche ist durchaus denkbar. Jo, und da brauche ich eigentlich gar nicht mehr dazu zu sagen, mit dem Lastenrad fahre ich nach Ehrenfeld rein, steige ab und bin da und habe dieses ganze Suchereigedönse nicht so ganz. Ja, bin ich bei dir. Ich habe das Problem Laune, nicht so. Kann ich nur sagen. Ja, ich habe das Problem nicht so. Ich wohne auf dem Land, da ist es natürlich, an Parkplätzen haben wir hier ehrlich gesagt genug, aber es ist trotzdem so, dass wir auch sehr viel mit dem Rad fahren und wenn unsere Kleine mal so in das Alter kommt, dass wir sagen, ja, komm, rentiert sich vielleicht sogar auch ein Lastenrad dann. Ne? Aktuell noch mit Anhänger, aber vielleicht ändert sich es ja, mal schauen.
Würdest du denn sagen, es ist ein Unterschied, um das vielleicht mal als kurze Frage von meiner Seite, ein Unterschied zwischen der Stadtnutzung und der ländlichen Nutzung bei Lastenrädern? Das kommt immer auf die Entfernung drauf an. Also wenn du in so einem Weiler wohnst, der nur durch eine Bundesstraße verbunden ist, ohne Fahrradweg, glaube ich, ist es schon sinnvoll, eher mit dem Auto zu rechnen. Aber ich sage mal, in den heutigen Dörfern, also ich bin jetzt halt hier auch nicht ganz abseits vom Schuss, sagen wir mal so. Wir haben hier neben uns haben wir ein riesengroße Thermenregion. Also wir haben hier drei Thermen mit Unmengen an Übernachtungen auch immer von Gästen aus aller Welt. Und da ist die Infrastruktur recht gut. Das heißt, du kannst sehr viel mit dem Rad machen. Und da wäre das Lastenrad auch absolut ein Thema, sage ich jetzt mal. Aber wenn das halt jetzt halt nicht so ist und du hast jetzt halt, was weiß ich, 10 Kilometer zum nächsten Einkaufsladen, was heutzutage eher schon selten ist, weil Gewerbegebiete schießen ja auch überall aus dem Boden, dann wäre das Auto auf jeden Fall hundertprozentig sinnvoll. Aber so, ich sag mal, wir machen wahnsinnig viel mit dem Fahrrad und auch mit dem Anhänger geht das genauso. Du hockst die Kleine rein, machst da alles voll mit Einkauf und fährst wieder nach Hause. Also von dem her ist das alles. Obwohl, sag ich mal, ein Ziel von 10 Kilometern Entfernung ist ja durchaus auch etwas, was man realistischerweise mit dem Lastenrad machen kann. Ne? Also ich Ja. meine, darüber hinaus wird es dann irgendwann zeitintensiv, aber wenn man fährt ja 25, 26, na, 25 km/h auf jeden Fall im Durchschnitt und das kann man ja auch hier zwischen den einzelnen Stadtteilen ganz gut gewährleisten. Und da sind ja locker mal eben 10, 15 Kilometer drin, ohne dass das wirklich auffällt. Also wie gesagt, Ja. gute Laune ist auf jeden Fall im Sommer garantiert. Und das finde ich doch so eine schöne Überschrift, wenn man sich hier innerstädtisch mit dem Lastenrad bewegt. Absolut, absolut. Und bei der Parkplatzsituation bin ich voll und ganz bei dir. Allein wenn ich immer nach München reinfahren muss und irgendwelche Freunde besuchen oder sowas, du fährst halt 10 Mal um den Block. Wir sind, kleines Beispiel, wir sind letzte Woche sind wir zum Essen gegangen am Abend und erstmal findest du keinen Parkplatz, weil du dann nirgendwo stehen darfst mehr. Die haben in München, haben sie wirklich die Parkplätze nur noch als Anwohnerparkplätze gemacht. Also du kannst da nicht mehr als Auswärtiger hinfahren und kannst da einen Parkschein ziehen, das geht nicht, sondern das sind wirklich alle Parkscheinplätze, die es vorher waren, sind jetzt mittlerweile Anwohnerplätze, weil halt einfach nicht mehr genug Platz da ist. Und dann musst du in die Zonen fahren, wo sich natürlich dann richtig viele diese Parkplätze teilen und da suchst du mal richtig lang. Und dann ist der Hunger auch irgendwann rum, weil dann sitzt du dann in deinem Auto, fährst zu Mackie ins Drive, weil dann sagst du, jetzt Aber das langsam Geilste weg. ist, mit dem Lastenrad ins Drive-In zu fahren. Das habe ich tatsächlich auch schon zweimal gemacht. Ist auf jeden Fall ganz lustig. Das kannst du natürlich dann auch machen. Aber Wunderbar. Okay, also es geht aber heute nicht um das Thema an sich. Das können wir gerne, wenn die Zuhörer da draußen das natürlich auch gerne noch ein bisschen mehr thematisiert haben wollen, dürfen sie das gerne machen. Aber es soll heute ja eher ums Thema Förderung gehen. Also gehen wir mal durch. Es gibt für E-Bikes oder für E-Fahrzeuge heutzutage Förderungen. Das beinhaltet sowohl E-Autos als auch E-Lastwagen als auch E-Fahrräder. In unserem speziellen Fall jetzt hier gehen wir mal ein bisschen auf Lastenräder ein. Was hast du denn da rausgesucht? Du hast vorhin schon gesagt, man muss unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Zielgruppen. Also es gibt einmal die Familie, die umsteigen will, genau. und es gibt einmal den Gewerblichen, der umsteigen will. Gewerblich Nutzer, genau. Und das sind halt die zwei Zielgruppen. Die Städteförderung bezieht private Haushalte mit ein, was dann wiederum bei der Landesförderung oder Bundesförderung nicht der Fall ist. Die beziehen dann ja, Kleinstunternehmen mit ein und jeder, der gewerblich unterwegs ist. Und wie gesagt, in Köln ist es so, die städtische Förderung bezieht halt drei verschiedene Haushalte als ein Haushalt mit ein, die dann gemeinschaftlich ein Lastenrad gemeinsam nutzen. Das ist vorhin Das auch. ist schon relativ interessant, weil im Endeffekt kannst du mit echt guten Freunden, kannst du dir quasi so dein Lastenrad haben, oder wenn du guten Draht zu deinen Nachbarn hast, kannst du sagen, pass auf, lass uns gemeinsam da irgendwie sowas anschaffen, oder? Genau. Man sollte halt nicht zu weit auseinander wohnen, weil sonst wird es unglaubwürdig, aber so ist der Gedanke. Genau. Das heißt, der Preis teilt sich durch drei und dann nochmal die Förderung dazu und alles ist. Und das Lastenrad steht, dem Lastenrad steht nichts mehr im Wege. Gut, was habt ihr denn so für Förderungen? Also gehen wir mal so preislich, fangen wir mal preislich an. Hast du da mehr Infos?
Also es gibt, der Fördertopf in Köln ist überschaubar, das sind 500.000 Euro. Das läuft jetzt aber schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, inzwischen sind es um die 3 Millionen Euro, die gefördert worden sind. Mal mehr, mal weniger pro Jahr. Dieses Jahr soll wieder eine Förderung stattfinden. Ob es jetzt 500.000 Euro ist, wird wahrscheinlich der eine oder andere besser wissen als ich. Ich gehe jetzt mal von den 500.000 aus. Und maximal war es zumindest im letzten Jahr mit 2.500 Euro Förderung praktisch am Lastenrad. Genau. Und die sind immer relativ schnell weg, gell? Also. Ja, bei 500.000 Euro und bei einer Millionenstadt kann man sich vorstellen, bei dem Run, den wir gerade auf Lastenräder auch wir sehen, ist es ganz klar, ist das irgendwann schnell weg. Na, glaubst du, das teilt sich mit dem E-Auto die Förderung oder ist sie wirklich nur fürs Lastenrad? Es ist nur fürs Lastenrad. Okay. Also Ja, dann zumindest. ist. Und interessanterweise wird es auch hier eine Veränderung geben. Hier geht es erstmal um natürlich Gemeinschaften, die mit dem Erstwohnsitz in Köln sind. Und dann war es bisher so, dass wir ein Losverfahren hatten. Das heißt also, man ist praktisch nach Einkommens, also nachdem du praktisch deine Förderung eingereicht hast, wurde das dann eine Art Losverfahren reingegeben und wurde dann gezogen. Jetzt wird es wohl nach Stadtteilen oder ist schon nach Stadtteilen gemacht worden. Das heißt also, wir haben hier dann einen Stadtteil in Köln, der besonders gefördert werden möchte oder sollte. Das heißt, der wird dann vorgezogen und dann, was übrig bleibt, wird dann praktisch wieder in das Losverfahren mit reingegeben. Also wir wollen hier die Stadtteile ein bisschen mehr mit anziehen in Köln. Das ist wahrscheinlich auch wiederum, was wir vorhin schon angesprochen haben, der Parksituation vielleicht sogar ein bisschen geschuldet, oder? Dass man sagt, man muss den Verkehr aus gewissen Stadtteilen rausziehen, um einfach mehr Platz wieder zu schaffen. Könnte ich mir so vorstellen, dass das der Gedanke vielleicht dahinter ist. Aber es ist ja schön, dass es variabel ist und dass es nicht nur immer so strikt nach einer Richtlinie, sondern dass halt wirklich mal auch drüber nachgedacht wird, wo können wir es denn einsetzen? Gut, dann haben wir die Bundesförderung. Der Bund fördert auch noch, hast du ja vorhin auch Ja. schon gesagt. Aber Was fördern die? Gewerbebetreibende. Das heißt, wenn du jetzt als Handwerker sagst, sagen wir, du bist jetzt als Handwerker in Köln, hast so ein kleines Unternehmen, Sanitärbedarf, bla, und machst deine Rohrreinigungen, dann könntest du theoretisch drüber nachdenken, dir ein Lastenrad anzuschaffen, mit dem du dann wirklich zu den Häusern Vollkommen fährst. richtig. Also du musst mindestens 70 Kilo Nutzlast mit dir tragen können. Das ist so die Voraussetzung. Und dann unterscheiden wir auch wieder zwischen Gewerbe und Gemeindeverbände, Verbände allgemein, die also nicht am wirtschaftlichen Kreislauf teilnehmen. Da gibt es dann auch nochmal unterschiedliche Förderungshöhen. Das normale Gewerbe liegt man bei 30%, maximal 2.100 Euro Fördersumme. Also das heißt, du halbierst fast schon den Preis eines Lastenrades. Kann man fast sagen, ja, genau. Ja. Genau. Wow. Und die Gemeindeverbände und Zweckverbände werden hier mit 60% Förderung maximal 4.200 Euro gefördert. Also, wie gesagt, nur wenn die tatsächlich nicht, also keine wirtschaftliche Tätigkeit nachgehen. Wir ist ein bisschen was zu holen. Da ist auf jeden Fall was so. Vor allem, das sollte man ja auch wirklich mitnehmen. Ich sag mal, wenn es sowas schon gibt, warum auch nicht? Ne? Es ist halt immer schade, dass es nur begrenzt ist. Das heißt, es ist halt immer ein sehr starker Run drauf. Und wir haben es halt immer bloß schon von Kunden von uns häufig mitbekommen, dass es halt heißt, ja, der war innerhalb von einem Monat war dieser Fördertopf schon wieder leer. Also, Der das ist. die Bundesförderung soll auch bis zum 30.06.24 laufen. Das heißt, die ist zeitlich begrenzt. Okay, aber dafür ist es halt dann nicht, dass es irgendwann leer ist, oder? Glaubst du, dass da. Die Fördersumme habe ich ehrlich gesagt mir noch nicht angezogen. Müsste ich passen oder nachlesen nochmal. Da steht hier Förderhöhe. 25% der Ausgaben für die Anschaffung, maximal 2.500 Euro pro E-Lastenfahrrad beziehungsweise Lastenfahrradanhänger mit E-Antrieb. Genau, ich meine aber den Gesamtfördertopf des Bundes. Ach so, okay, ja. Habe ich noch nicht. Wüsste ich nicht. Das Aber. wäre jetzt noch ein Spickzettel mehr. Also und Beamtendeutsch ist das immer schwierig. Gut, ich komme mal kurz zu Bayern. Interessiert ja vielleicht auch ein paar Zuhörer hier. Also wir haben in Bayern haben wir das gleiche Fahrradanhänger mit 25% der Nettokosten bis maximal 250 Euro. Ein Lastenrad mit 25% der Nettokosten bis maximal 500 Euro. Lastenpedelecs mit 25% der Nettokosten bis maximal 750 Euro. Da sind wir dann schon echt schon drunter, würde ich mal sagen. Da seid ihr in Köln, habt ihr eine maximale Förderhöhe von 2.100 und Ja, wir sind genau. hier bei lächerlichen 750.
Hat aber wahrscheinlich was so ein bisschen mit der Einwohnerdichte und Fahrzeugdichte zu tun, ne? Weil wir gehen ja, bei Gott, München ist vielleicht auch tatsächlich dichten Verkehr gesegnet, nee, gesegnet. Weil rund um Köln ist ja hier noch nicht Schluss. Wir haben ja so eine Art Das. Megalopolis. Das heißt also, hier fahren wir eigentlich von der einen Stadt in die andere rein, ohne zu merken, dass es eine Stadtgrenze gibt. Das stimmt allerdings, ja. Wo Das die ist, dann. wir hätten noch die Wahl dann zwei- und dreirädrige Elektroleichtfahrzeuge. Das sind aber dann ja schon etwas größere. Die sind dann auch nur bis 750 Euro. Aber wenn man Lastenpedelecs mit 25% der Nettokosten bis maximal 750 Euro ist schon im Vergleich zu NRW schon echt wenig, sage ich jetzt mal. Ja, und so schaut es in München aus. Da habt ihr die Möglichkeit, dass ihr die Antragstellung am 1. Juni 2023, also so circa in 1,5 Monaten, könnt ihr euren Antrag stellen. Ab diesem Zeitpunkt können wieder Anträge im neuen Förderportal gestellt werden. Da gibt es dann wieder ein extra Förderportal. Genau. Und da findet ihr dann auch alle weiteren Infos. Die findet ihr meistens bei München.de, also bei der Landeshauptstadt München selber findet ihr dann die ganzen Fördertöpfe. Aber sie sind wesentlich geringer als in NRW. Ihr könnt natürlich dann nach Köln ziehen. Ja, in Köln steht es halt noch nicht fest, wann gefördert wird oder wann der Topf frei wird. Das wird dann wahrscheinlich 2 Minuten vorher natürlich dann auf der stark frequentierten Stadt Köln-Seite Ja. dann kundgegeben und dann, genau, man Und informiert da kommst du nicht rein und dann irgendwann kommt ein Banner, wo drauf steht, tut mir leid, der Topf ist Mund-zu-Mund-Propaganda. tut mir leid, aber der Topf ist leer. Genau. Kommen Sie nächstes Jahr wieder. Also ihr seht schon, es ist ein wahnsinniger Wust an verschiedenen. Also kleines Beispiel, das 49-Euro-Ticket ist ja genauso ein Durcheinander und da finden wir uns natürlich in der Förderung für Lastenräder zum Beispiel auch wieder. Also jede Stadt, jedes Bundesland macht da natürlich sein eigenes Ding. Solltet ihr Fragen zu eurer Förderung in eurer jeweiligen Stadt oder Bundesland haben, dann schaut am besten auf die Internetseiten des jeweiligen Ministeriums oder der Stadt und da findet ihr dann meistens schon irgendwo einen Link. Die BAFA-Förderung für die Gewerbetreibenden, also quasi die Bundesförderung, die könnt ihr auf der BAFA-Seite finden. Also ich packe euch die auch alle nochmal in die Beschreibung mit rein, sodass ihr da auch Bescheid wisst, wo ihr hin müsst. So, jetzt haben wir hier nochmal Blätter rausgekramt, und zwar die Kombinierbarkeit. Das heißt, du bist jetzt in einer Stadt wie Köln. Jetzt kannst du natürlich auch theoretisch kombinieren, denn wir haben die BAFA-Förderung, wir haben die Landesförderung und wir haben die städtische Förderung. Wenn wir jetzt von Köln ausgehen, da hast du ja schon gesagt, 70 Kilo ist dann quasi so das Mindeste, was, oder besser gesagt, du musst 70 Kilo Nutzlast haben, damit du ein förderfähiges Fahrrad hast bei der Stadt Köln. Ne? So habe ich es verstanden, ja. Genau. Wenn wir jetzt halt allerdings von normalen E-Lastenrädern ausgehen, ich sage jetzt mal, die wir alle kennen, Riese und Müller oder sowas, da liegen wir ja weit drüber. Da sind wir ja mindestens bei 120 Kilo und dann springt wiederum die Förderung der BAFA an. Also quasi eine BAFA-Förderung hat eine Nutzlast von mindestens 120 Kilo als Voraussetzung. Das heißt, ich könnte ja theoretisch kombinieren, ne? Also wenn wir jetzt halt unsere behördendeutschen Texte hier so mal durchgehen, dann klingt das eigentlich ganz schlüssig. Jetzt ist es allerdings so, dass wir sagen, wenn wir jetzt halt als Familie uns ein Lastenrad holen, dann haben wir ein Problem. Denn die BAFA-Förderung gilt dafür nicht, oder? Genau. Wenn wir den Absatz hier kurz noch mit reinnehmen, also Transportmöglichkeiten aufweisen, die unlösbar mit dem Fahrrad verbunden sind und mehr Volumen aufnehmen können als ein herkömmliches Fahrrad, das hätten wir mit jedem Lastenrad, aber nicht förderfähig ist die Anschaffung von Lastenpedelecs und E-Lastenfahrradanhängern, die für den Personentransport konzipiert sind. Zum Beispiel Rikschas, gut, eine Rikscha ist, naja, oder die für private Einsatzzwecke, zum Beispiel Einkäufe, Arbeitswege angeschafft werden sollen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Privatperson bin, dann könnte ich keine BAFA-Prämie abgreifen, denn die BAFA-Prämie gilt nur für Gewerbetreibende, würde ich jetzt mal so pauschal behaupten, wenn ich das richtig lese, oder? Doch, ist ja richtig, genau. Also Ja. nicht für private Haushalte. Genau, das steht nämlich auch im ersten Satz für den fahrradgebundenen Lastenverkehr in Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und im kommunalen Bereich. Also du kannst die städtische Förderung nicht mit einer Landes- oder Bundesförderung kombinieren. Außer du wärst ein Gewerbetreibender, Außer oder? Gewerbetreibende, wie gesagt, wir reden ja genau. Außer, also die Privatpersonen beziehen sich halt nur auf die städtische Förderung. Ich sage jetzt mal aber, die meisten Leute, die ein Lastenrad sich anschaffen wollen, würde ich jetzt mal behaupten, sind Familien. Ja.
Schon richtig. Aber dann solltest du halt in dem Moment keinen Kindersitz mit drin haben oder so, ne? Das sind jetzt gewisse Grauzonen, die du hier ansprichst. So. Die müssen wir uns dann vielleicht von einem mal erklären lassen, den wir dann interviewen. Aber ich, ja, also theoretisch, ja, wenn du keinen Kindersitz drinnen hast, dann hast du ein Rad für, ja, ich sage jetzt mal Dienstleistungen. Nein, aber du musst ja irgendwo, musst du ja schon was anbieten. Also es geht ja jetzt nicht so, dass du sagst als Privatperson, du hast jetzt halt nur keinen Kindersitz drinnen, du bist ja trotzdem dann nicht Also in der es geht, Dienstleistung. ist, so wie ich das verstanden habe, geht es bei privaten Haushalten auch darum, nicht, dass du deine Kinder beförderst, sondern dass du deine Einkäufe mit diesem Fahrrad erledigst. Und deswegen sollten bei privaten Anschaffungen auch der Kindersitz nicht draufstehen. Aber das steht hier aber auch so in der BAFA drin. Oder die für private Einsatzzwecke, zum Beispiel Einkäufe, Arbeitswege angeschafft werden sollen, die sind Genau. ausgeschlossen. Ja. Das heißt, BAFA fällt eigentlich für Familien komplett weg. Das ist Also, schon klar, genau, ja. genau, da dürft ihr euch dann ein E-Auto nehmen, aber da fehlt dann die Förderung für E-Lastenräder zum Beispiel, fällt also quasi weg. Also, theoretisch müsstest du dann Land und Stadt kombinieren. Genau, Land und Stadt kombinieren, genau. So, wenn ich mich jetzt für ein Lastenrad interessiere, wie wäre denn da der Ablauf, Mirko? Also du musst erstmal ein Antragsformular ausfüllen, kann sowohl online auch als postalisch eingereicht werden, aber hier wird klar, dass das Online-Verfahren favorisiert. Auch wieder zwischen den Zeilen lesen. Das geht dann an die Stadt Köln. Dazu muss das Antragsformular richtig ausgefüllt werden. Zusätzlich dazu Kopie vom Personalausweis, Beschreibung des Vorhabens, Kosten- und Finanzierungsplan, wenn du gewerblich bist, und noch ein paar kleine Details, die wir nochmal separat besprechen können. Und ja, wir haben ja schon gesagt, dass es da ein Losverfahren gibt. Das heißt, hier werden gewisse Stadtteile bevorzugt, bevor das Losverfahren tatsächlich dann genommen wird. Und im positiven Falle muss man tatsächlich ein paar Sachen berücksichtigen. Das heißt also, im positiven Fall wird dir eine Absichtserklärung übermittelt. Und erst nach Vorlage der Rechnungskopie inklusive der Rahmennummer und des Lastenrades und des Zahlungsnachweises, das heißt, du musst tatsächlich in Vorleistung gehen, kann dir dann die jeweilige Förderhöhe dann auch ausgezahlt werden. Ne? Also das ist doch nochmal wichtig. Ja. Das ist natürlich noch eine Absicherung, dass halt auch mit dem Geld das bezahlt wird, quasi, was du denn da auch angegeben hast. Ne? Genau. Wichtig ist halt, dass auch die Rechnungskopie auf den Hauptantragsteller, also auf die hauptantragsgestellten Personen ausgestellt sein muss. Ne? Wie gesagt, Rahmennummer des Lastenrades muss alles mit drauf sein. Genau. Passierschein A38. Genau. Bitte auch den roten mit Kopie. Genau. Wahnsinn. Also es ist wirklich ein Riesenwust und wir blicken da selber nicht so ganz durch. Also am Wir haben. Ende, ich glaube, man muss sich so ein bisschen reintricksen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten für den einen oder anderen. Also ich kenne schon ein paar Bekannte, die da tatsächlich gefördert worden sind. Und die haben auch was kombiniert. Aber das steht jetzt so zwischen den Zeilen. Das steht zwischen den Zeilen und wir würden das gerne aus erster Hand erfahren, würde ich sagen, oder? Ja, würde mich auch Das wäre am interessieren. sinnvollsten. Also wir werden auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen zu diesem Thema und dann nochmal wen einladen, der sich damit wirklich auskennt. Nicht wir zwei halb gefährliche Halbwissen produzierenden Podcaster, sondern wirklich, da holen wir uns noch einen, der sich wirklich das schon mal durchgespielt hat. Der kann vielleicht auch nochmal so ein paar Tipps und Tricks verraten, wie man sich da am blödsten durch ackert durch dieses ganze Thema. Wir werden uns auf jeden Fall in Zukunft noch ein bisschen mehr da reinhängen, denn wir sind ja alle auch Lastenrad-Kompetenzzentren. Das heißt, dass wir da natürlich auch in gewisser Weise euch noch Tipps und Tricks an die Hand geben lassen, können, wenn ihr ein Rad bei uns erwerbt. Genau, Mirko. Passt das schon, Basti? Es ist wirklich viel. Und je mehr man da noch einen Link noch mehr klickt, umso mehr wird's, also umso undurchsichtiger wird das Ganze schon. Hast du denn noch irgendwas, was du noch anbringen willst? Nee, bisher noch nicht. Also für uns wird spannend. Wir in Köln erweitern ja praktisch unser Lastenradprogramm. Das heißt also, wir nehmen neue Lastenradtypen mit auf, nicht nur im B2C, also zum Endkunden hin, sondern auch im Gewerbebereich. Da wir jetzt ja die Möglichkeit haben, tatsächlich auch mal auf Lastenräder zurückzugreifen, die nicht nur im Katalog sind, sondern wahrhaftig auch bei uns dann stehen zeitnah, kann ich natürlich ganz anders mit der Thematik umgehen, weil bisher war es für uns tatsächlich eher nicht so.
Ja. Interessant. Aber jetzt habe ich Räder hier, jetzt habe ich auch Lieferanten, die auch liefern können. Und jetzt nehmen wir der ganzen Sache noch sehr positiv entgegen. Und du hast ja wirklich einen richtig heißen Player jetzt gerade an der Angel mit Cargo, ne? Also das ist ja Genau. schon, haben wir übrigens auch ein Video dazu abgedreht, das findet ihr bald bei uns auf dem YouTube-Kanal und da seht ihr dann schon mal das neue Cargo-Rad, das LS200, nee, FS200. Genau. Und das Ein Teil. wirklich, ja. Hammer. Super. Bin Absolut. voll begeistert. Ich nenne es immer noch den Volvo unter den Lastenrädern. Ja, genau. Aber was es damit auf sich hat, das findet ihr, wie gesagt, auf unserem YouTube-Kanal. Mirko, vielen Dank erstmal vorerst für diesen kleinen groben Überblick, den wir hier hoffentlich euch ein bisschen näher bringen konnten. Wie gesagt, ihr findet das auf den Seiten der jeweiligen Städte oder Bundesländer. Da könnt ihr euch nochmal richtig informieren. Ich glaube, es wäre müßig, das Ganze jetzt durch jedes Bundesland und jede Stadt durchzugehen. Das würde hier den Rahmen sprengen. Deswegen konnten wir euch einen groben Überblick, dass es sowas überhaupt gibt. Also, wenn ihr vorhabt, ein Lastenrad euch anzuschaffen, dann geht ihr erstmal zu Mirko nach Köln und dann meldet ihr euch bei eurer Stadt und holt euch noch eine Förderung. Genau. Und wir Oder? steigen aber auch noch mal ein bisschen mit ein, ne? Also, oder? Ich finde es ganz interessant gerade. Also, wie schon gesagt, dass wir uns da noch mal jemanden an die Seite ziehen, Ja, der das absolut, mal absolut. durchgemacht Gerne. hat und so wird Absolut, das lernen wird werde davon. aus erster Hand uns das erzählen lassen. Genau. Wunderbar. Dann danke ich allen Zuhörern. Wie gesagt, bleibt mit einem Abo dabei. Es kommen noch mehr, ja, so, fundierte Berichte aus über dieses Thema. Und Mirko, nochmal vielen Dank. Danke dir, Basti. Wunderbar. Bis Tschüss. bald. Tschüss.